Hey Leute, willkommen wieder zurück zu Let's Play Trials Evolution. Und mit den extremen Strecken geht's weiter. Die letzten zwei Helden Fahrerhosen und Inferno 3. Ja, fangen wir gleich an. Die Strecken sind nicht ohne, das kann ich schon mal voraussagen, obwohl ich es noch nicht gespielt habe, aber ich hab da so ein flaues Gefühl, muss ich sagen. Weil ich alle beide Strecken schon in YouTube gesehen habe, außer jetzt Inferno, und ich muss sagen, Inferno war immer schon sau scheiße. Sau scheiße schwer, muss ich erwähnen. Ach, und da fängt's wieder an. So übelste Feld wieder von mir. Unnötige verfickte Felser. Da kann so einfach wieder eigentlich. So schwer ist die Stelle gar nicht. Wisst ihr, so schwer ist es gar nicht. Oh. Nope. Darf doch nicht wahr sein. Och, jetzt komm schon. Das gibt's doch nicht. Nein, ich will da nicht. Ich will sterben. Ah, ja. Machen wir halt wieder frisch, was soll's. Oh, jetzt reicht's aber. Machen wir ein bisschen schneller, dann funktioniert das auch so ungefähr. Schätze ich mal. Ja, gibt's irgendwie sowas Neues? Nein, es geht einfach nur weiter mit Trials. Und ja, nach den zwei Multiplayer, also nach nicht Multiplayer-Ebene, nach den zwei Extreme-Strecken machen wir dann natürlicherweise Multiplayer. Und dann werden wir halt natürlicherweise sterben. Ja, wir sterben hier wieder. Okay. Ah, ein Fehler bis jetzt sehe ich gerade. Ist eigentlich gar nicht so schlecht mal für den Anfang. Obwohl die Strecke hat schon in sich, ey. Die hat es ehrlich schon in sich. Die hat schon in sich. Oh nein, jetzt kommen diese blöden Rollmach-Dinge, keine Ahnung. Die sind ja was scheiße zum Fahren irgendwie, finde ich. Also bei rüberfahren, solche Rohre, alles was rund ist, ist total beschissen. Finde ich. Ja, seht ihr, da fängt es an. Alles scheiße. Oh, 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 oh. Vorsicht! Oh, und jetzt kommen wir zu der Stelle. Warte, müsste ich eigentlich auf Anhieb schaffen? Nein, war ja klar. Nö, war ja klar. Wenn ich das wieder will, dann klappt es wieder nicht. Das ist ja typisch. Ah, geht doch. Nichts hier auf Anhieb. Oh, warte. Muss ein bisschen Anlauf nehmen, glaube ich. Du. Meine Güte, es war gerade richtig, richtig knapp. Okay, da kann man getrost runterfahren. Runterfliegen, besser gesagt. Wir sind gerade bei 2 Minuten 10. Ups, hätte ich mit Vollgas fahren können. Ja, anscheinend doch nicht. Ne, anscheinend doch nicht. Warte. Nein! Oh Gott, leck mich doch am Arsch, du kleiner Hurenbock. Ja. Habt ihr jetzt nicht gehört, okay? Nein, was mache ich denn? Was mache ich denn? Oh mein Gott, oh mein Gott. Ja. Relativ einfach, ja. Oh oh. Fuck. Komm, komm. Nein. Das hätte man beinahe geschafft. Warte, ich mach's mal auf Bibli Poop ab. Und spring so rüber. Für kleine Jungs. Ohne irgendwie so mega Anspruch. Nein, nein, nein. Ah, ich hasse diesen Fahrer. Ich hasse ihn. Ich hasse ihn. Der stirbt mir zu schnell. Der stirbt mir echt zu schnell, finde ich. So. Oh, was kommt jetzt?
Na, ah, leckt mich doch. Komm, komm. Oh. Vorsichtig, vorsichtig. Ja, verbrenn ähnlich, du Sau, du. Du Lammsteak. Boah, ich könnte mal auch mal wieder ein Lammsteak essen. Nein! Oh, Mann, ey. Okay, dann machen wir wieder auch so. Ach, schwule Art hier, Alter. Siehst du dich? Oh Mann, ich krieg's gerade irgendwie nicht hin. Ja, super, nice, super, toll. Ach, jetzt kotzt mich die ganze Welt. Ja, so sieht's aus, Leute, wenn ich im Tracer D übelst abkacke erstmal und minimalen Ausraster bekomme. Minimal noch, minimal. Ist so nicht schlimm. Okay, war es geht gerade noch so gut. So und jawoll. Ich glaube, da hinten ist das Ziel, sehe ich gerade. Nein, komm, Junge, genau. Au, da geht's. Ich hab gedacht, das wäre. Ja, super nice. Super. Leck mich doch, du Hammel, du. Oh Gott, ich krieg's gerade irgendwie. Nein! Kannst du nicht auf einen Punkt stehen bleiben? Nein, kannst du nicht. Ist ja typisch. Oh, da vorne ist Ziel. Ah, Kreissäge! Erbärmlicher Fail war das gerade. Total unnötig wieder. Jawoll, geschafft und noch Gold, Leute. Ja. Jetzt Platin 3 Minuten 50. What the fuck? So ein bisschen übertrieben. Obwohl, ich habe schon ziemlich oft gefailt. So, Leute. Letzte Strecke von Trials Evolution. Alte Spielermodus. Inferno 3. Fortsetzung von Trials HD. Inferno 2. Komischerweise gab es, glaube ich, mal nie ein Inferno 1. Leider. Egal. Ja. Wie geht's, wie werden wir das schaffen? Ich schätze mal, ich hoffe, ich bleibe unter 50 Fails. Ach, zum Glück ist das. Ich sehe wirklich sehr, sehr wenig. Also, es ist. Ja, ich sehe schon was, aber es ist schon recht dunkel, muss ich sagen. Das Feuer macht es nicht gerade besser, das macht es irgendwie schlimmer. Nein! Ach, vergiss es doch. Oh Gott, die Jasse. Nein, oh Gott. Ach, du Hammel, du. Ach, komm schon. Ich hasse Rohre. Ich hasse sie. Alles, was so runde Form hat, ich hasse es. Pur. Ah, du Hammel, du. Ach Gott, das darf doch nicht sein. Ah, geht doch. Hä? Warum springt er nicht gescheit? Nee, er springt irgendwie nicht gescheit. Ich glaube, das ist, weil das Rohr da hinten dran ist.
Nee, das kann dir voll knicken. Das klappt nicht so. Und warum ist es noch dunkler geworden hier? Kommt das so vor, wie es gerade dunkler geworden ist? Nein! Oh! Du Hammel, du wieder. Geh doch. Och nee, Alter, die scheiß Federung wieder. Das darf doch nicht wahr sein. Glück gehabt. Okay. Oh, das ist schon wieder was Rundes. Nein. Oh Gott, nee, das ist nicht euer Ernst. Ach du Scheiße. Das ist nicht euer Ernst. Ich hätte mir doch eher die besten Listen anschauen sollen, wie ungefähr das funktioniert. Step, aber nein, ich mach komplett blind, natürlich. Ah, Mann, ey. Kommt doch so eine scheiß Idee. Na komm, hast du Verzweiflung hier. Nein. Oh Gott. Nein. Ach Gott, leck mich doch. Ach du Scheiße, es klappt wirklich. So, wenn einer gesagt hat, ja, wie kommen wir jetzt darauf, dass der Regen geknallt bin? War zu riechen, glaube ich mal. Das war echt zu riechen, dass das ist. Das gibt's in Spielen wirklich tausende von Malen, habe ich das schon gemacht. Das war echt zu riechen, fand ich. Ich hoffe, ihr habt auch gerochen. Obwohl es wirklich nicht gut riecht, aber ich hoffe mal, ihr habt es gerochen. Nein, nicht schon wieder Reifen. Oh Gott, wie ich das hasse. Ach Gottes Willen, ey. Sollen wir das da schaffen? Alter! Was habe ich gesagt? 150 Fehler? Könnte knapp werden. Ja, es könnte knapp werden. Ich komme da einfach nicht rüber. Ja, Fail. Also, es war kein Streckenfail, das war einfach nur ein übelst Fail von mir. Oh, 50, komm jetzt aber. Nein, ja, Gott, das wäre 51. Es ist einfach zu wenig Auftragsfläche hier, finde ich. Nein, aber so ungefähr könnte das. Ach, verdammt. Ich bin noch gerade am Austesten, wie das ungefähr funktionieren könnte. Und. Ach du Scheiße! Ich hab's geschafft! Endlich! Mein Controller vibriert. Habt ihr bestimmt gehört, oder? Bestimmt. Ja, kommt irgendwas noch? Anscheinend doch nicht. Ah, meine Nase wieder. Ja. So, Leute, wir haben Extreme abgeschlossen und, ja, es ist noch gut Zeit da und das innerhalb von 5 Minuten 27, das geht eigentlich relativ schnell. Das ging relativ schnell. Platz 3098 ist gar nicht so schlecht. Deine Typ hat 374 Fehler, also. Heftig, heftig. So,
Jetzt werde ich natürlicherweise im AFK-Modus, also im Offline-Modus, werde ich natürlicherweise die dann Silber alle auf Gold machen, wie ich es mit den anderen natürlicherweise gemacht habe, wenn ihr da mal durchblicken wollt. Gold, Platin noch dazu, Shen. Dann hier Gold, Platin, Platin, Gold. Gold, 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 Gold. Bis jetzt habe ich die aber nur einmal gespielt, natürlicherweise. Muss ich noch ein paar Mal spielen und ein paar Rekorde natürlicherweise rausholen. Weil das ist mir natürlicherweise auch nicht genug. Ich will da auch ein bisschen weiterkommen. Hier Platin. Ich glaube, das ist echt die einzige Strecke, wo ich echt eine Stunde lang gehockt bin, bis ich mal hier echt sehr weit bin. Platz 1014. Geht aber noch ein bisschen was raus so und ich bin nicht ganz perfekt gefahren nach meinen Wünschen. Aber ja. Ja, und Tal des Todes natürlicherweise. Da noch was rauszuholen. Locker. Todeskandidat auf jeden Fall was rauszuholen. Ja. So, und dann könnten wir eigentlich noch Wettkämpfe machen, aber Wettkämpfe ist eigentlich völlig egal, weil die Wettkämpfe bestehen einfach nur daraus, dass die Strecken in einer gewissen Reihenfolge hintereinander abspielen. Und das finde ich lohnt sich gar nicht, weil ihr die Strecken schon alle gesehen habt. Also, ja, finde ich das ein bisschen blöd. Dann die Technik-Arena, okay, da werde ich so nicht so sehr weit kommen, das lohnt sich irgendwie auch nicht. Und was ich jetzt machen werde, ist so ein bisschen die Strecken zeigen oder den Editor-Modus besser gesagt. Und im nächsten Video werden wir dann natürlicherweise Multiplayer spielen. Und nach dem Multiplayer werden wir, ich weiß nicht, der wird so ungefähr sowas in die vier Parts gehen, glaube ich mal. Und nach dem Multiplayer fangen wir an, Community-Rennstrecken zu spielen. Das kann so weit gehen, wie ich eigentlich Lust habe, sage ich mal so. Also wenn ich da echt geile Strecken sehe, dann setze ich die da einfach dazu rein, würde ich fast sagen. Ein, zwei Strecken mal oder so, je nachdem. Oder ich mache es halt so, dass ich Community-Strecken aufnehmen werde und auch so hochladen werde, je nachdem. Muss ich mal schauen. So, hier sind wir jetzt im Editor-Modus, ist sehr, sehr groß. Man kann hier fliegen, natürlich weiß das, man fliegt mit der Kamera hier rüber. Man hat seinen Cursor hier, ist jetzt ein Pfeil, jetzt noch. Muss halt jetzt den Startplatz platzieren einfach. Und ja. Die Welt geht sehr, ist sehr groß eigentlich. Das einzige Problem, was mir nicht wirklich ganz so sehr gefällt, dass es einfach zu viel Freiraum ist. Ich baue halt sehr gerne Strecken, die sehr eng sind, also in engen Räumen spielen, finde ich. Ja, dass ihr das schon mal vorab wisst. Obwohl ich auch Strecken baue, wo halt recht großen Zugang haben und sehr freiraumig ist, einfach und so ein Zeug. Ja. Gibt es denn noch so Schönes? Sind wir hier fast um die ganze Map. Man kann auch die Orte ändern hier mit der LB und RB-Button. Ja. Gibt es verschiedene Orte. Überall verschieden bauen natürlicherweise. Man kann auch Objekte wegnehmen. Natürlicherweise hinzufügen und. Ich bin halt im Profi-Editor-Modus gerade drin. Es gibt auch diesen normalen Modus. Ja. Was könnte man noch dazu sagen? Eigentlich nicht mehr so viel. So, da wiederholt sich das. Also schauen wir mal, was können wir denn jetzt mal von den Strecken laden. Ich nehme einfach mal die Strecke, was ich am weitesten gebaut habe. Das ist nämlich das hier noch, aber ich weiß nicht, wie ich die Strecke nennen soll. Da haben wir auf jeden Fall Third Person Rewind. Obwohl ich den Namen dann nochmal ändern will, wird und nochmal WF Trails HD The Last eigentlich, aber Last passt schon. Ja, und das, die Strecke müsste ich eigentlich wieder löschen. Die habe ich nochmal so gemacht. Wie das so ungefähr ist, so Supercross zu bauen. Nicht einfach, muss ich sagen.
So, dann baue ich einfach mal, gehen wir einfach mal zu der Strecke. Die habe ich ja bis jetzt am weitesten gebaut, ist aber immer noch nicht fertig, Leute. Die ist jetzt bis zu ein Drittel fertig nur. Ich überfliege die jetzt einfach mal. Jo. So, die gibt es dann hier weiter. Und. Dann fliegen wir mal hier durch. Müssen wir ein bisschen höher. Fliegen wir mal so entlang. Genau in der Strecke vorbei. Da gibt es noch was Schönes. Die hört aber hier auf. Fängt dann hier wieder an. Also dazwischendrin wird natürlich was gebaut. Wie gesagt, die ist bis jetzt nur zu ein Drittel fertig. Der hintere Teil ist doch gar nicht fertig. Dann geht die natürlicherweise hier weiter. Streckt sich hier durch. Hier habe ich was da das eingebaut. Das ist ein Fahrstuhl. Aber das werdet ihr ja gleich sehen. Und hier bin ich gerade zurzeit noch am Bauen. Also da habe ich zuletzt aufgebaut, ja, angefangen, ist aber auch noch nicht fertig und ja, hier geht es auch noch mal ein Stück weiter und danach ist noch mal komplette Leere, die geht bis hier hinten hin zur Holzfabrik hier. Ja, Sägemühle hier hin. Und der Weg wird natürlich auch noch mal zugebaut, da kommt noch was Schönes hin, muss mir bloß noch was einfallen lassen natürlich. Und wie man am besten bauen kann. Also nochmal ein paar Objekte am besten kombinieren kann, wie sie am besten aussehen. Da bin ich meistens sehr eitel drauf, dass das alles passt. Und nicht nur Objekte benutzt, wo nur einmal vorkommen, auch mehrmals. Es gibt auch ein bisschen das Idyllische, dass halt beziehungsweise hier in dem Raum nicht nur Tonnen vorkommen oder was ich Fässer, dass sie auch mal einen anderen Zeitpunkt wieder auftauchen, nicht nur am Anfang. So, dann werde ich mal sagen, versuchen wir erstmal Motorrad zu wechseln. Nehmen wir den Phoenix erstmal und die Strecke testen. Dass sie das mal so ungefähr sieht, wie sie aufgebaut ist. So, was ich auch hineingebaut habe, verbessert habe. Ich habe das Motor, ein bisschen aufgetunt und so. Ja. Ja, hier ist noch nichts gebaut, natürlicherweise. Dann werde ich hier noch was auf jeden Fall bauen, dass man hier wunderschön rüberspringen kann. Ja, hier habe ich etwas gebaut. Oh, das erstreckt sich natürlicherweise bis hierhin. Muss mal schauen, so ungefähr. Ja, super Fail. Ich fail meine eigene Strecke, das ist cool, oder? So. Die geht bis hier hin. Und hier runter. Das Witzige ist, man kann hier reinbiegen jetzt. Um eventuell mehr Anlauf zu holen, aber das ist völlig nicht nötig. Man fliegt schon genug weit. Das ist halt nur, wenn man halt jetzt ein anderes Motor benutzt. Nicht dieses hier. Da muss man eben durchspringen, was eigentlich relativ schwer ist für den Anfang, aber beim zweiten, dritten Mal sollte man das auf jeden Fall drauf haben. Ja, der Teil ist doch ein bisschen unspiriert. Hier muss ich sagen, der ist sehr einfach gehalten. Wird sich aber doch auf jeden Fall ändern. Ja, und hier fängt halt einfach nur Leere an. Da muss ich noch auf jeden Fall weiterbauen. Und weiter und weiter. Eventuell werde ich hier mal eine Lagerbaue hinbauen und ja, fail. Ja, danach kommt wieso nichts mehr, also egal. So, jetzt sind wir schon bei 23 und 24 Minuten schon. Ich erzähle wieder viel zu lange. So, hat ihr mal den Edge-Modus mal gesehen? Und ich würde dann sagen, sehen wir es natürlicherweise dann beim nächsten Mal im Multiplayer-Modus. Und ja, ciao Leute, bis zum nächsten Mal.